Yo, jetzt ist James dran, sich zu stellen der Burger Challenge. Er hat sich zu Hilfe genommen einmal Sour Cream. Ja, ja. Öffne mal das Degel. Ja, süß-sauer. Mein Spezialist, wenn zum Burger essen geht. Er hat mal eine riesengroße Portion Fritten, ne? Und einen riesen Burger. Und jetzt schaut mal zu, wie schwach James ist. Ja. Alter, was ist los? Meine Hände sind so schwitzig. Ja, ja, ja. Hast du schon Angst? Schon nervös? Ich war schon die ganze Zeit nervös. Das Video wird auf YouTube gestellt, vergiss das nicht. So. James, warte, wie heißt nochmal dieser Teil? James vs. Food? Ja, James vs. Food. Für alle James-Fans. Ja. Endlich hat wieder James ein neues Video, wo man wirklich Spaß haben kann. Vergiss nicht, du hast nur diese eine Flasche Eistee. Mehr darfst du nicht haben. Ich nehme nur kleine Schlücke, deswegen. Ja, ja. Also, was möchtest du, wie gehst du voran, den Burger zu essen? Ich esse erstmal den Burger und die Pommes lasse ich danach, weil die sind sehr sättigend und ich habe dann das Gefühl langsam, dass ich dann nicht mehr den Burger schaffe. Deswegen esse ich erst den Burger und danach die Pommes. Das heißt, die Pommes lasse ich mal weg und esse gleich den Burger. Du Schiss, Alter. Egal, was soll's. Was soll der Geiz? Halt mal vor dein Gesicht den Burger. Komplett, ich meine so. Okay, man kann schon sehen, sein Gesicht ist so groß wie der Burger. Ist sein Kopf besser gesagt. Egal, was soll's. Also du kannst nicht mit einem Biss aufessen. Ah ja. Das ist keine bezahlte Werbung für Hollywood Burger. Falls ihr vorbeikommen wollt und diesen Burger auch essen wollt, äußere Hilferstraße, eine Station nach Westbahnhof, gibt es den Hollywood Burger, Gentleman Jack, sehr gut, und verschiedene andere Burger nach afrikanischen Arten. Hashtag noch, keine bezahlte Werbung. Genau. Alter, das Monster. Ich hörte eine Serviette. Egal. Was soll der Geist? Mach's wie ein Mann.
Für alle Leute, die es nicht wissen, das ist mein fünfter Anlauf, in dem ich versuche. Geschafft habe ich ihn immer noch nicht. Ah ja, alle YouTube-Videos, was wir jetzt machen oder was jetzt raufkommen, sind nur zum Spaß da und nicht, um ernst genommen zu werden. Genau. Falls ihr das nachmachen wollt, bitte auf eigene Gefahr. Wir nehmen keine Verhaftung für Magenschmerzen oder irgendwelche anderen Sachen. Aber deswegen nicht schnell essen oder so zu viel essen. Das ist bei mir jetzt die Ausnahme. Der Burger schlägt schon zu? Nein, noch nicht. Ich brauch noch was zu trinken. Das ist ja nicht nur der Burger, den ich aufessen muss. Also, wie lange haben Sie dafür trainiert, um den Burger zu essen? Gar nicht. Das ist unvorbereitet. Ist das jetzt gut oder ist das schlecht? Unvorbereitet? Ja. Wenn man vorbereitet ist und man versucht ihn zu essen und schafft es nicht, ist es dann noch viel peinlicher, als wenn man nicht vorbereitet ist. Ist okay. Würden Sie sich das, wenn Sie den Burger heute nicht schaffen, das Video nochmal anschauen und dann überdenken, neue Strategie? Definitiv. So, es ist halt mein Endgegner. Ich muss ihn schaffen. Ich habe so oft versucht und es ging einfach nicht. Aber mindestens einmal will ich schaffen, dann habe ich diesen Endgegner getan. Außerdem haben so viele Leute gesagt, ich würde ihn schaffen. Wie viele denn? Alle fast. So 30, 40 Leute haben gesagt, dass ich ihn schaffen würde. Und warum haben sie es bis jetzt nicht geschafft? Wollten sie etwa nicht der Maßstab sein, was alle sagen? Nein. Die Soße nicht Er quält sich schon, man sieht das durch das Trinken. Schlägt er schon zurück? Ein bisschen, ja. Ja. Aber es sind noch zwei kleine oder drei kleine Bisse. Ja. Dann ist der Burger weg. Dann die paar Bisse noch. Ja. Ich meine, wenn ich die Pommes nicht schaffe, okay, aber der Burger muss weg. Nein, die Pommes auch eigentlich. Für mich persönlich ist der Burger der Endgegner. Die Pommes sind nur Deko. Leider nicht. Und sie schwitzen schon leicht. Nicht wirklich. Oh je. Kaum macht es nur noch schlimmer. Ja. Fühlt sich an schon wie Zement im Mund, oder was?
Ungefähr, ja. So, Burger weg. Jetzt kommen nur noch die Pommes. Leider gehört die Pommes auch zum Burger dazu. Gut, dass ich zwei Unterstützer habe. Tee! Ein Tee. Ein Tee? Ein Codewort vielleicht? Vielleicht ein Thomas. Soll die nächste Challenge machen, oder? Oder ein Toni. Oder ein Domi. Und wie schaut's aus bei dir? Ich mach die Soße und mach alles besser. Weil eigentlich müsstest du es eigentlich ohne Soßen essen, das weißt du. Gehört aber zum Menü dazu. Nein, eigentlich nicht. Gehört nicht zum Menü dazu, das weißt du. Das weißt du eigentlich auch, oder? Keine Sorge, jeder, der es nachmachen muss, kriegt auch Soße. Aber nur süß und. Ja, hätte ich wohl gerne. Ich bin auf Ja. Was ist los? Ich darf jetzt nicht scheitern, komm. Sind doch nur noch ein paar Pommes. Steinhart. Nein, knusprig. Die Pommes gefallen mir im Endeffekt viel besser. Ja. Nur noch drei. Motoröl oder was? Öl. Eine Nahaufnahme von James' Gesicht? Am Sterben.
Man sieht, er quält sich schon. Ich hab vielleicht schnuppen sollen. Man sieht, wie quält du dich quälst gerade, weißt du das? Boah, ich heule gleich. Man sieht's wirklich. Ja, ich weiß. Ich heule gleich. Oh. Ich frage ja, wann, ob du jetzt wieder den Tränen ausbricht, hatte ich vorher gefragt habe, oder? Oder zu schwitzen anfängst. Schwitzen fang ich noch an, ja. Gott sei Dank ist es gerade kalt. Bist du fertig? Noch kauen, was? Ist noch was im Mund. Alter, das ist so ätzend. Gut. Was möchtest du jetzt noch sagen? Wenn ihr es versuchen wollt, auf eigene Gefahr, Leute, dass ihr Bauchschmerzen am Ende habt. Oh. Und die Soßen bringen es wirklich. Ohne Soßen ist es ohne fast unmöglich. Soßen. Wenn ihr wollt, das nächste Mal machen wir eine Challenge. Ich kippe einfach 5x von den Soßen hier runter. Ja, was soll der Geiz? Ich nehme das jetzt auf Ex. Möchtest du noch was sagen? Das war's. Dann bis zum nächsten Mal, wo James sich einen neuen Food Challenge stellt. Ja, das nächste Mal was Größeres. Also ein Wildschwein. Bis dahin, ciao. Ciao. Und bleibt immer geschmeidig. Genau.